Und dann kriegen wir wieder einen dicken Haufen Asche. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt von England wieder mitnehmen können. Oder ob wir hier in England noch was fahren dürfen. Was mich gerne interessieren würde, in Wheel ist es ja tatsächlich so, dass ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Länder das geregelt haben. Ich glaube, dass es aber europaweit so geregelt ist, dass jetzt ein ausländischer Fahrer zum Beispiel, was weiß ich, damals ein türkischer LKW-Fahrer hat Ware für Deutschland, wird hier in Deutschland leer, was weiß ich, in München oder wo auch immer, oder am besten eigentlich eher oben in Kiel, dann dürfte er quasi, weil wenn er nichts hat, was er von Kiel nach in der Türkei wieder mitnehmen muss, dürfte er eine Fracht laden, die er hier auch nochmal in Deutschland abladen darf wieder, muss dann aber halt wieder zurück in die, irgendwas, also außerhalb nehmen. Er dürfte jetzt nicht noch eine deutschlandinterne Fahrt machen. Wie, ob das jetzt hier auch so geregelt ist? Ich weiß ja nicht, inwiefern die hier irgendwelche Gesetze mit eingebaut haben, weil wir könnten jetzt natürlich wahrscheinlich, ich vermute es mal beinahe, dass es so ist, dass wir jetzt hier die ganze Zeit in England rumfahren können. Wobei ich schon, ehrlich gesagt, gerne wieder nach Hause möchte. So, jetzt lassen wir schön rollen hier. Motorbremse, die zieht auf jeden Fall heftig. So, weiter geht's. Jetzt kommen doch auch noch Autos. Und wir dürfen wieder 80 fahren. Lass mal Tempomat machen, der beschleunigt besser. Was heißt besser, aber effizienter als ich. Wobei, also ja, beschleunigen ist einfach Vollgas, ne? So, ich würde jetzt hier wieder rüberfahren. Ich glaube, das ist besser. Hier gehöre ich, glaube ich, hin. Weil die fahren auch alle auf der linken Spur da drüben. So, wir haben es gleich geschafft. Also wieder viel zu weit runtergebremst. Ich darf hier schon wieder schneller fahren. Was ich mir eventuell nochmal für Tasten belegen müsste, wäre nochmal hoch runterschalten extra. Wo ich halt aber nicht weiß, ob ich bei der Automatik trotzdem eingreifen darf. Normalerweise kann man das. Weil ich sag mal, wenn wir jetzt wirklich 80 fahren, der fährt meistens dann nicht im höchsten Gang, sondern im, also nicht im 12., sondern eher im 11. Gang. So, wo müssen wir denn hin? Hier ist wieder ein Kreisverkehr. Retarder hat die Bude, glaube ich, gar nicht. Normale Hupe geht anscheinend auch nicht. Ich weiß nicht, ob man die extra noch einbauen muss. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass man eine Hupe hat und eine Fanfare aufrüsten muss. Eine Fanfare hat man hier anscheinend immer. Oder besser gesagt, das ist die normale Hupe vielleicht. Und eine Fanfare ist nochmal extra Drucklufthörnchen obendrauf. Drucklufthörnchen. Ich überlege gerade, wie sie heißen. Ich sehe nichts, aber scheint nichts zu kommen gerade. So, dann sind wir auch gleich da. Da vorne ist die Einfahrt.
Geil, haben wir es doch geschafft. Erste Auslands, nee, gar nicht wahr. Auslandsaufträge hatten wir jetzt schon mehrere, aber erste Mal Großbritannien. So. Ja, sicher stellen wir den dahin. Wir wollen die 40 Punkte haben. Die sind uns wichtig. Komplett falsch rum, so rumlenken. Den müssen wir noch mal gerade ziehen. Ich glaube nicht, dass er den so anerkennt. So, haben wir. Sauber. Schiff abgeliefert. Das gibt Kohle. Verbrauchter Kraftstoff 69 Liter. Das ist aber billig eigentlich. Wobei wahrscheinlich die 900 Fährenfahrt auch gut reingeschissen haben. Aktuelle Aufträge der Firma. Was haben die denn so? Können weiterfahren hier in England. Eieieiei. Erbsen, 18 Tonnen, 18.000, 18.000 wäre schön, aber 18 Euro, wo geht das hin? Da unten hin, dann können wir vielleicht von da nach da wieder rüberfahren. Das wäre, da ist glaube ich ein Tunnel in Calais, den nehmen wir an. Fahre zum Verladebereich, wo steht denn der Auflieger? Ach, der da, alles klar. Das machen wir. Fahren wir schön über Spiegel ran. Aufsatteln. Und auf geht der Peter. 2 Stunden 52, also gut 3 Stunden. Quasi. Ja, stimmt. Ich muss hier wieder auf die Seite rüber. Ich wäre jetzt schon wieder fast in den Gegenverkehr gefahren. Einfach aus Macht der Gewohnheit. So. Brettern wir los. Tank halb voll noch locker. Da können wir noch ein bisschen mit rumeiern. Muss hier auf jeden Fall rüber. So würde ich das behaupten. So. Dann fahren wir noch ein bisschen hier durch die Gegend und gucken uns Flex Stowe an. Stowe? Hört sich komisch an. Normkreisverkehr. Brettern wir mal so durch hier. Würde ich ihn echt auch machen. Aber nicht zu schnell. Das wäre doof. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Richtung, wo wir eben auch hergekommen sind. Wir dürfen hier weiterhin 48 km/h fahren. 30 Meilen. Und hier wird auf jeden Fall geblitzt. Sollten wir also aufpassen. Habe ich keinen Bock drauf. Ich denke mal, England ist da nicht ganz so zimperlich. Ich weiß nicht, ob die uns hier noch mehr abknüpfen würden jetzt tatsächlich als bei uns.
So, auf jeden Fall kommen wir gleich wieder auf die Autobahn, dann können wir richtig Knaster machen. So, auf geht's. Tempomat rein, ab die Post. Licht ist noch an? Ja. Aha, da unten ist. Ich sehe auch gerade unten links den Lichtschalter. Alles klar, daran kann ich es ein bisschen kontrollieren. Aber auch nur, wenn wir etwas in der Linkskurve sind, sonst sehe ich ihn nämlich nicht mehr. So, dann machen wir mal hier 2 Stunden, 200 Kilometer, das kriegen wir hin. Dann hoffe ich, haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld am Start. Ich weiß nicht, inwiefern wir eventuell schneller bei der Bank auch was abzahlen können. Oh. Glück gehabt. Braucht hier nicht ganz so krass abbremsen. Hätte ich das gewusst jetzt eben und mich mehr darauf konzentriert, hätten wir hier auch komplett hochbrettern können wahrscheinlich. Ja, genau, wie schnell man, ob wir extra Zahlungen bei der Bank machen können oder nicht. Ich würde diesen Kredit nämlich ganz schnell wieder loswerden wollen. Oder wir nehmen unser Geld und gucken, dass wir uns einen eigenen Auflieger noch holen. Und einen Angestellten vielleicht. Wobei für einen Angestellten weiß ich nicht, ob das nicht schon ein bisschen zu früh ist noch. Weil der will ja auch Gehalt haben. Ich weiß nicht, wie die arbeiten, wie das dann läuft. Gesagt wurde mir, dem muss man wohl irgendwie die ersten beiden Aufträge zuweisen. Und dann arbeiten die alleine. Aber ich glaube, die werden dann nur alleine arbeiten, wenn man in seiner Firma auch eine Art Disponent eingestellt hat. Ansonsten muss ich mich da wahrscheinlich die ganze Zeit drum kümmern. Halt an, Junge, halt an, ich muss hier rüber. So, ein bisschen warmblinklich gemacht, aber als Dankeschön, ne? Dass er mich noch hat reinfahren lassen. Ja, darf ich als LKW hier auch 97 fahren? Theoretisch würde ich sagen, ja, ne? Keine Ahnung, wir geben jetzt einfach mal Gas. Weil auf deutschen Autobahnen steht wirklich 80 immer da unten drin. Und wenn wir können, dann fahren wir doch auch so schnell, ja? In der Hoffnung, dass wir nicht geblitzt werden. Ja, wobei, keine Ahnung. Oder steht da sonst immer die Geschwindigkeit, die erlaubt ist? Aber wir dürfen trotzdem 80 fahren. Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich bin der Meinung, da steht, glaube ich, immer 8 in der Toll. Das war's dann auch schon wieder. So, jetzt fahren wir wieder straight 80, wollen nicht geblitzt werden. Aber schön, dass die einen wirklich vor dem Blitzer auch noch waren. Jetzt ziehen wir wieder hoch. Werden wir es den Berg hoch schaffen hier, ohne langsamer zu werden? 67. Oh, alter Schwede. Okay, wir haben auch nur 360 PS in unserer Möhre. Wir hatten ja nicht wirklich mehr Geld. Wobei wir könnten ja, glaube ich, sogar, jetzt mittlerweile einen höheren Kredit aufnehmen. Dann hätten wir, glaube ich, insgesamt, also ich glaube, wir können den 100.000er haben wir genommen. Wir können jetzt, glaube ich, noch einen 400.000er aufnehmen. Dann hätten wir aber insgesamt 500.000 Schulden. Aber mit 500.000 Schulden könnte ich leben, weil dann können wir uns noch einen zweiten LKW holen, zwei Auflieger und wirklich einen Angestellten. Dann fahren wir selber und der Angestellte. Vorausgesetzt, es lohnt sich. Oh. Ich weiß ja nicht, was bei so einem Angestellten hängen bleibt bei uns, ne?
Wobei Geld ist Geld. Solange der Plus macht, macht der Plus. Also mir egal sein eigentlich.